Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Und ich habe gerade festgestellt, irgendwie meine Tasten kommen hier auf der Tastatur für Stumm- und Nicht-Stumm-Schalten von Mikro- und Ingame-Sound. Und OBS hat manchmal Probleme. Normalerweise, ich drücke beide Tasten gleichzeitig und dann geht beides an oder aus, ne? Und jetzt irgendwie, manchmal hakt das ein bisschen. Jetzt gerade eben hat es wieder geklappt. Jetzt am Ende der letzten Folge nicht so. Sehr, sehr merkwürdig. Guck mal, jetzt geburnt. Da auch. Warum burnt das hier überall? Was ist denn da los? Ja. Slow up now. Lass mal gucken, haben wir hier irgendwas. Oh, guck mal, da hinten sieht es ja interessant aus. Ich weiß, wir wollten nach Valentine. Ich weiß. Es tut mir auch überhaupt nicht leid, ehrlich gesagt. Das Spiel lädt ja ein. Also, sorry, ich muss da hin. Ich muss da gucken. Das ist sehr auffällig. Da könnte ein Schatz liegen. Also, den merken, muss ich mir merken. Geht's da überhaupt irgendwo hin? Hier führt kein Weg lang, ne? Ist vielleicht nicht ganz so schlau, wenn ich jetzt hier lang reite. Wir gucken mal. Vielleicht kommen wir irgendwo vorsichtig runter. Sieht aber easy nicht so aus. Das lädt ja dazu ein, dass das da irgendwas ist. Ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Ja. Okay, dann pass auf, ich mach mal den Absteiger. Dann gehe ich immer manuell runter und hoffe, ich breche mir nicht alle Knochen. Nämlich, oh Gott. Oh Gott. Ich speichere vorher, nicht, dass ich gleich tot bin. Das wäre fatal. Und wir können mal gucken, ob wir jetzt wieder fett sind oder zu schlank, wenn wir gerade hier sind. Nächster Speicherstand. Okay, ich muss langsam echt schneiden. Ich habe es mir fest vorgenommen, aber ich versuche das seit 2 Wochen, aber irgendwie... es fehlt so ein bisschen Motivation tatsächlich, aber das liegt daran, dass ich keinen Zeitdruck habe. Weil ich halt, wie gesagt, ja, habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, ne? Ich bin ja sehr hart am Vorproduzieren. Untergewichtig. Schon wieder. Wie viel müssen wir denn fressen, Alter? Was ist denn los? Was sagt der Gaul? Überblick. Wenn dich gut um dein Pferd kümmerst, wirst du schneller verbunden zu ihm aufbauen, was wiederum seine Gesundheit, Ausdauer, Geschwindigkeit und Beschleunigung verbessert. Ja, wir arbeiten dran. Du kannst den Namen deines Pferdes in deinem Stall ändern. Körperbau. Die meisten Aspekte des Körperbaus deines Pferdes sind festgelegt, nur das Gewicht kann sich ändern, je nachdem, wie du es fütterst. Oh, unterernährt. Ich fütter mein Pferd so gut wie nie. Das ist sehr schlecht. Kehlnährungsrate minus 14%. Ach du Scheiße. Stufe 6 von 10. Ja, auch. Sauber, Stimmung ist ruhig. Okay, ich muss das Pferd mehr füttern, Alter. Sattel. Alles klar, ich muss mich mehr füttern und das Pferd mehr füttern. Okay, ich habe gespeichert. Dann fütter ich jetzt erstmal das Pferd. Okay, ich muss Pferde füttern, ich muss mich füttern. Alles klar, Alter, ist gar nicht so. Das ist, das ist ach nee, so war das, ne? Nee, auch nicht. Hallo, Klaus? Nein. Jetzt pack doch mal den... Mann, pack doch mal den Riechkolben weg, Junge. Was ist los mit dir? Direkt Waffe ziehen, Junge. Was ist das denn, Alter? Ja. Hä? Was machst du denn? Hä? Bist du blöd? Ach, führen stand da. Ich dachte, da steht füttern. Okay, ich bin blöd. Tut mir leid, tut mir leid. Was kriegt er denn jetzt? So einen blöden Keks, ne? Oder was war das? Pass auf. Waffen, Gegenstände, Pferd. Vorräte, Pferdenahrung. Ich weiß gar nicht, was müssen die denn so fressen? Wir haben hier, kann ja eigentlich alles futtern, was nicht nur nagelfest ist, ne? Hier kriegt man so einen Apfel. Wo rein, Hotti?
was ist das? Zuckerwürfel. Das kann der auffressen? Krass, Alter, der frisst ja alles. Wo ist denn Heu? Hier hin, Brombe. Achso, haben wir genug. Was? 16? Nein. Wo wären wir? Hier, wilde Möhre. Gönn dir hart. So, eine Sache kriegt er noch. Der kriegt nochmal eine Möhre. Nein? Ich sagte, er kriegt noch eine Möhre, Junge. So, jetzt muss ich aber auch noch was fressen. Wir sind alle unterernährt. Oh Gott, ey. Cowboy Simulator 2018, ey. Junge, 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 Junge. Hier, hau ich mal so ein Stück Fleisch rein. Großwild. Mit Ackerminze. Ne, die lassen wir mal noch. Das Problem ist halt, ne, ich will ja kein Essen verschwenden, dadurch, dass das halt auch Werte bringt, ne. Deswegen ist das immer so ein bisschen problematisch. Hier, Dosenerzen, 3 von 3. Hau rein. Mal gucken, wovon wir immer zu viel haben. Hier gesalzenes Wildfleisch auch 3 von 3. Wie ändern sich die Werte eigentlich sofort? Ich guck mal. Immer noch untergewichtig. Aber das Problem ist, die Zeit vergeht so schnell. Da ist echt Probleme. Ah, der Gaul ist unterernährt. Das ist ganz toll. Unterernährt. Schade, schade. Okay, ich muss den einfach regelmäßiger füttern, glaube ich, ne? Wieso kann er sich denn nicht selber versorgen, Alter? Ich muss ja ständig da dabei sein. So, ich springe jetzt hier runter. Eventuell sind wir auch gleich tot. Mit ganz viel Glück. Aua. Nö, alles gut. So, und dann pfeife ich gleich Hotti ran. Kann er mir langsam hinterherkommen. Und ich renne mal noch ein bisschen. Halt. Da war gepflanzt. Sammeln. Ich glaube, Pferdchen kommt auch, ne? Hier war auch noch irgendwann, ne? Da. Hier, wilde Möhre. Haben wir gerade verfüttert. Ich muss mich selber dazu ermahnen, mehr zu essen. Und meinem Pferd auch mehr zu geben. Das nützt leider nichts. Das ist echt, boah. Ach, schon krass, ne? Von gerade letztes Jahr ist unterernährt. Ich glaube, Pferdchen versucht noch. So, jetzt muss ich irgendwie da oben hochkommen. Mich hier irgendwie. Nö. Da vielleicht? Das hier schreit ja schon fast nach einem versteckten Schatz, ne? Oh, 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 das wird wehtun, das wird wehtun. Oh, 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 nee, doch nicht. Haha, Glück gehabt. Muss ich auch noch aufpassen hier. Scheißdreck. Kann natürlich auch eigentlich akutes Nichts sein hier, ne? Dass wir jetzt hinlaufen, hier ist einfach gar nichts. Was sehr wahrscheinlich ist. Weil solche Felsformationen, die gibt's ja. Oh. Okay. Alles klar. Er malt dich da jetzt. Was ist denn auf dem Boden, Alter? Mhm. Seltsame Statuen. Ein Vogel und Menschen? 2, 4, 6, 7 Stück. Interessant. Bandersparnisse. Boah, schon 1200, Alter. Leck mir am Arsch. Läuft ja. Mhm. Krasser Scheiß. Gut, dass wir hergekommen sind. Überall Handabdrücke.
ist, glaube ich, es ist ja von Rockstar, ne? Das hat, glaube ich, so Ähnlichkeit auf, wie auf hier Mount Chiliad. Das UFO-Ding und alles. Das ist schon, also ich kann da überhaupt nichts rausdeuten, ehrlich gesagt. Wir werden dazu wahrscheinlich auch nie irgendwas erfahren. Da kannst du mal hart von ausgehen. So, da hinten ist das Vor. Und da unten macht einer gerade ein Feuer. Mit dem Wagen. So, jetzt müssen wir aber wieder zurück. Erstmal gucken, dass wir wieder heil wegkommen. Und dann geht es nach Valentine. Ja, Wandgemälde in der Walachei von irgendwem, ne? Ich hab gesagt, das Ding schreit nach... Also ich habe nicht gewusst, dass es hier ist. Ich habe vermutet, weil ich habe darüber mal was gehört. Und wir haben, glaube ich, auch mal einen Zeitungsausschnitt gelesen hier im Spiel. Zu diesem Thema. Deswegen bin ich hier jetzt mal hergeritten. Und einfach, weil es mega auffällig aussah, ne? Also solche Felsformationen so immer angucken, grundsätzlich. Weil es könnte sein, dass es irgendwas ist. Ist einfach mal so. Kann immer mal was sein. So, hier sind auch wieder irgendwelche Pflanzen. Samtthymian nehmen wir mit. Ist gut zum Würzen, zum Kochen. Ja, das Problem halt, ne? Das Essensproblem, ey. Also ich persönlich sehe das als Problem, weil man, es wäre vielleicht geiler, wenn der Charakter eine Hungerleiste hätte. Würde ich jetzt sagen. Das fände ich geiler. Quasi so wie in hier Fallout 76. Da hast du ja eine Hungerleiste, eine Durstleiste und all so ein Scheiß. Dann bist du eher dazu geneigt, was zu essen. Weil rein theoretisch, so gesehen, du musst eigentlich nur was essen, um deine Kerne aufzufüllen. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, deine Kerne füllen sich auch auf, wenn du schläfst. Genauso wie von deinem blöden Gaul. Ja. Und deswegen fresse ich eigentlich nichts. Also ich denke nicht daran zu fressen, weil mich das Spiel nicht dazu nötigt. Was natürlich logisch ist. Ich sag mal, mich nötigt ja auch keiner im realen Leben was zu fressen. Ne? Das mache ich ja selber. Aber halt auch, weil ich Hunger habe. Das heißt, mein Körper nötigt mich dann doch irgendwo dazu oder gibt zumindest ein Signal. Hier, Kollege, du musst was futtern. Ist hier ja nicht der Fall. Du weißt, so Arthur sagt nicht, oh, Alter, ich hab voll Hunger, Junge. Cool, ich fall gleich um. Nur. Was ist da los hier? Nee, macht der nicht. Okay, there. Das macht der nicht. Und ja, wäre halt eine Hungeranzeige wäre halt gut. Weil wie gesagt, du schläfst und dann ist alles wieder voll. Nur von Schlafen wird man ja nicht satt. Verstehst du, was ich sagen will? Das ist so das Problematische an der Sache. Also es ist ein geiles Gimmick auf jeden Fall, ne? Dass du auch unterernährt bist und all so ein Scheiß. Aber dann hätten sie halt, wie gesagt, irgendwie eine Hungerleiste mit einbauen müssen oder halt eine Anzeige oder irgendwas in der Richtung. Ne? Hunger vielleicht dann auch noch gleich mit Durst dazu. Das wäre halt super. Das würde ich auch gerne nutzen, weil ist halt besser so. Ich esse halt nicht. Das ist ja. Eben weil du halt, für mich, ich verbinde das Essen damit, meine Kerne aufzufüllen. Und meine Kerne sind eigentlich weitestgehend voll. Deswegen fresse ich nicht. Genauso wie vom Pferd. Genauso wie vom Pferd. Ist dasselbe Spiel. Deswegen ist das sehr problematisch, was das angeht. Also da musst du halt wirklich selber dran denken. Du hast halt keinen Indikator dafür, dass du halt mal... Was war das? Schlangen? Verstehe ich nicht. Da taucht irgendwas Rotes auf. Und dann dreht das Pferd am Rad. Und der ist halt richtig störrisch, ne? Der ist nur am Meckern, der Gaul. Nur am Meckern. Ich quäl ihn hier durch den... Ne, im Westen sind wir auch nicht mehr. Durch den Süden. Oh, guck mal, da ist eine Hütte. Da oben ist eine Hütte. Kommen wir da irgendwie hin? Da würde ich gerne hin. Da oben.
Eine Hütte. Wollen wir da hoch? Ich guck mal, ob wir hochkommen. Da würde ich mich gerne umgucken. Vielleicht waren wir da auch schon, ich weiß es nicht. Hier geht's auf jeden Fall mal rüber. Und dann müssen wir da so hoch. Vielleicht wohnt da auch einer und ballert uns instant über den Haufen. Obwohl wir einen Stern auf der Brust haben. Aber ich weiß nicht, haben die hier Zuständigkeitsbereiche oder gilt der Sheriff-Stern im Allgemeinen? Ja, von wegen hier, Kollege, ich bin Sheriff. Ich will mal nicht an eine Klötze lang tun. Ach, hier, so ein Dingens. Ist das so ein... Was ist denn das hier? Wo bin ich denn? Hier ist eine Stadt. Ach, oh, ich bin Valentine. Oh, alles, alles klar. Wunder, dass wir uns hier hochblicken lassen dürfen. Eventuell werden wir auch gleich vom Sheriff über den Haufen geschossen. Wobei, rein theoretisch... Weiß gar nicht, haben wir den damals abgeknallt? Doch, den haben wir bestimmt abgeknallt damals, ne? Seid ihr immer noch nicht fertig mit dem Haus? Was macht ihr denn den ganzen Tag, Leute? Seht doch mal zu, dass ihr fertig werdet. Was ist denn los mit euch? Ich mach hier mal ganz viel in die Sau. Es ruckelt. Ruckel, ruckel, ruckel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das auch seht in der Aufnahme. Weil ich nehme hier mit konstant 60 FPS auf. Partner. Moin. Well, man. So, rein theoretisch können wir doch gleich mal beim Waffenmacker vorbeigucken. Zwecks, yep. Aufwertung. Von unseren Waffen. Ich weiß halt nicht. Sind die hier weitergekommen? Nee, ne? Mister? Moin. Sure wasn't ready for that. So, den Einhyper, den haben wir hier gut zusammengeschlagen, der hier immer so Scheiße erzählt, dass er besoffen war. Ach, er schon wieder. They should have called this dump Turd Town. Hi. I mean, I remember when this place was so wild, even the wolves were scared. The only thing to drink was fresh blood. Now, all about. Warum sitzt der hier? Wie oft muss ich den noch zusammenschlagen? Ich meine, der war schon ein harter Gegner, ne? Now that is some serious undergrowth up top there, friend. Haare schneiden, ja. What's it to be? Hey Quentin. Endlich. Bitte die Haare. I really hope you're joking. Cool. Huch, Seitenscheitel links. Seitenscheitel links ausrasiert. Mittelscheitel. Mittelscheitel. Momentan haben wir Seitenscheitel rechts. Von Natur aus. Rechts, zurückgekämmt. Ausrasiert. Kurz. Oh Gott, das hier auch sehe. Wie wär's denn mit Glatze? Ja, hier, Alter. Glatze, Junge. Komm hier, wir nehmen Glatze. Kostet 38 Cent, ist gerade im Angebot. Hau rein, Alter. Vielen Dank. Was haben wir noch? Haare sind zu kurz, alles klar. He was a turd of a man. God damn, turd. Well, bet you're glad you stopped by. Ah, schon viel besser. Jetzt sieht er aus wie ich, Alter. I think I had enough. Enjoy. Just get out of my way. Genau. Genau, entschuldige dich, mein Oh, wir können eigentlich auch pokern, ne? Wie spät ist denn das? Wie spät ist denn das? Ich meine, wie lange geht die Folge schon? Guck mal, hier ist ein Loch. Hey there, pal. Can you help me? Could you use some help finding my way home? I can't make heads or tails of where I'm at. I live in front of the saloon next to the freight station. You know if I'm heading in the right direction? Sure, sure. Just head over that way. You'll get home fine. Thank you, mister. Certainly do appreciate it. Certainly... Na, alles klar. Damn it. Guck mal, hier Law Office, Alter. Die pimmeln alle hier vorm Law Office rum. Und hier wohnt keiner. So, dann gehen wir mal zum zum Waffenschmied. Kann man den noch Waffenschmied nennen? Büchsenmacher. So, zum Büchsenmacher. Moin. Is that who I think it is? Been a long time. Ja. So, what are you aiming for today? Ist schon länger her, mein Freund. Anpassen.
Ich würde gerne Dinge verbessern. Vor allem auch den Double Action. Können wir das denn? Waffe reinigen, Komponenten. Beautiful condition. Keep it up. Geht nicht. Warum nicht? Geht das beim Kettleman? Auch nicht. Vielleicht wollen wir keine haben, ne? Good. Ain't no trace of rust on that, as far as I can see. Da müssen wir mal gucken. Katalogus. Wir fangen mal vorne an. Vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Kettleman, der Double Action ist auch freigeschaltet. Die Vulkanik haben wir. Schofield Revolver. Der macht fast 2 Schaden. Und der ist gut. Für 63 Unzen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wir haben es ja, ne? Guck mal, wir sind ja jetzt nicht arm. Und die Halbautomatische ist immer noch gesperrt. Und die Mauser auch. Aber die machen auch kaum Schaden. Aber ich glaube, da macht sie Feuerrate wieder weg, ne? Der Lancaster Repetierkarabiner, der ist... Warum ist der denn schlechter als der Repetierkarabiner? Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber teurer. Komisch, komisch. Wormendgewehr ist gut zum Jagen. Litchfield. Oh, der macht richtig Damage. Der macht fast 3. Na ja, gut, geht so, ne? Springfield-Gewehr ist halt gut, ne? Bolt-Action-Gewehr. Fine Rifle. Alter, schweineteuer, aber... Warum, guck mal, warum ist das Bolt-Action-Gewehr fast doppelt so teuer wie das Springfield-Gewehr, macht aber weniger Schaden und alle anderen Werte sind quasi fast identisch. Oh, ich muss gehen, Entschuldigung. Das verstehe ich nicht. So, das Rolling Block haben wir auch, das Carcano kostet 2,25 mehr. Ist aber jetzt auch nicht wirklich besser, außer die Feuerrate. Wahrscheinlich sind da 2 Kugeln drin im einen Magazin oder so. So, die abgesägte Flinte, die haben wir doch. Die Doppelläufige haben wir auch. Halbautomatische. Munition, Repetierflinte. Ich brauche Zubehör. Ich will wissen, wie ich da mehr Damage rauskriege. I can't recall who won that though. Damn. Vielleicht durch die Munition, ja, ne? Was haben wir denn hier? Erhöht die Munitionskapazität für Repetiergewehre, Gewehre und Flinten dauerhaft um 50%. Sheriff's gotten that for himself at one point. Ist immer gut, ne? Verringert die Abnutzung um 20%. Über die Munitionskapazität für Revolver und Pistolen um 50%. Rein theoretisch könnten wir das kaufen. You'll see a few people in town with that too. Und das war's. Na hier. Kaufen. Kaufen. Und kaufen. Aber es gibt keine Verbesserung oder so ein Scheiß, ne? Komisch, komisch. Außer wir müssen da manuell rein. Guck mal eben. Los, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich könnte auch einfach direkt nach vorne gehen, ne? Hier, Index. Jacob Worth is a friend of mine. I admire him. But he's just about the worst poker player in all of Valentine. So, pass auf. Den Kettleman, ne? Ich will ihn ja nicht kaufen. Ich kann ihn nur kaufen. Aber den kann ich ansehen. Den kann ich nicht ansehen. Toll. You know the Schofield, straight and true. There ain't a cowpoke off. Yep. Done with that, I guess. Ja, ja, entspann dich mal. Zweitwaffe kaufen. Zweitwaffe kaufen. Ich hab hier Waffen. Brauch ich ja nicht. Wir können hier so nichts verbessern, irgendwie, hab ich das Gefühl. Very nice. Anpassen. You keep treating that like your own child, all right? Also, good on you. Können wir nichts machen mit.
Was mit der? Auch nicht. Bet that piece could use a personal touch now that you've had it for some time. Anpassen. Auch keine Komponenten. Good. Ain't no trace of rust on that, as far as I can see. Muss ich das erst noch irgendwie freischalten oder so? Was ist denn das für eine Scheiße? You keep treating that like your own child, alright? Good on you. Auch nicht. It's beautiful condition. Keep it up. Warum geht das nicht? Jagdmesser. Dekoration. I'd like to give this a personal touch with some engraving. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Vielleicht bin ich zu blöd. Ach hier, guck mal. Keep treating that like your own child, alright? Good on you. Da gibt's ja keine Komponenten für. Thought about upgrading the stock? I got some nice ones. So, die Länge, kurzer Lauf. Hier. Die erhöht. Verkleinern R2. Ach so. Guck mal, hier kostet 50. You'll be very pleased with this. So, jetzt haben wir da ein bisschen mehr Dings drauf. Verbesserter Drall erhöht noch die Reichweite. Mach ich auch mal. Visier. Das erhöht die Genauigkeit. Dangerous. Ich hau jetzt die Kohle raus wie ohne Inhalt. Das schafft. Macht gar nichts. Da gibt es nur, das ist designtechnisch. Und Schutz wahrscheinlich auch. Ja, brauchen wir irgendwie auch nicht, ne? Das war die Pump-Action-Flinte. Dafür gibt es nichts Besseres. Why don't we enhance your gun? See how much more can do. Oder muss das Ding sauber sein? Weil hier, die können wir nicht reinigen. Good. Ain't no trace of rust on that, as far as I can see. Ich kann das mal ausprobieren. Ich mach das mal mit dem Kettleman. You keep treating that like tatsächlich, your own die Waffe child, muss sauber sein, damit ich die verbessern kann. Willst du mich verkackeiern oder was? You know what? Bet you could use some rifling on this thing. Perlmuttgriff. Heldenperlmuttgriff. Ja, genau, Alter. Übertreib's halt. Also wenn es keine Verbesserung bringt, dann brauche ich es erstmal nicht. Langer Lauf. Wow. Smart Edition. Alles klar, der Scheiß muss sauber sein, damit das was taugt. Machen wir ein bisschen die Reichweite noch drauf. Genauigkeit. Essential, I reckon. Alles klar, so, dann machen wir den Double Action noch. Die Sachen sind sauber. Beautiful condition. Keep it up. Wer soll das denn wissen, Alter? You know what? I bet I can make this piece work a lot better for you. Bolts, triggers, weiß nicht. Also, parts. Der Griff, meiner Meinung nach, sollte der auch was verbessern. Zum Beispiel Nachladezeit oder so. Weißt du, dass es einfach die Handhabung besser ist. You'll be very pleased with this. Dann sind wir der mit den langen Läufen. Wir machen dann einen langen Lauf. So. Und das Visier auch noch. Smart Edition. So, das sind ja momentan unsere ausgerüsteten Waffen. Dann würde ich den Repetierkarabiner auf alle Fälle noch verbessern. Good. Ain't no trace of rust on that, as far as I can see. We can do a lot with this. Drall, new trigger, brand new bolt, your pick. Ist ja egal, Hauptsache geht was. Dangerous. Ich muss nur aufpassen, ne, dass ich nicht gleich unsere ganze Kohle auf den Kopf haue, weil wir wollen ja auch noch ein paar Sachen fürs Camp kaufen. Kurzes Zielfernrohr. Über die Reichweite auf dem Karabiner brauche ich den, glaube ich, nicht. Dafür habe ich ja ein Scharfschützengewehr, ne? Der Schaft ist nur fürs Design. Schutz brauchen wir, glaube ich, auch nicht drauf. So, können wir ein Warmint-Gewehr noch irgendwas machen? It's beautiful condition. Keep it up. Ich weiß halt nicht, wie wir den Schaden erhöhen können. Rein theoretisch. I got some nice carved stocks here. I think you should take one. Mit vergifteten Kugeln oder so, ne? Das wäre mal eine Maßnahme. Essential, I reckon. Meiner Meinung nach. Zielfernrohr erhöht die Reichweite.
Wobei wäre vielleicht beim Warmen-Gewehr gar nicht so verkehrt, ne? Nehmen wir ein kurzes. Macht designtechnisch nichts aus. Ist nur ein bisschen günstiger. Und am Schaft. Ja gut, das ist halt zum Personalisieren, ne? Das braucht aber keine Sau, ehrlich gesagt. Halt, Munition. Entschuldigung. Munition, bitte. Good. Ain't no trace of rust on that as far as I can see. Munition. I'd recommend loading up on extra ammo. Okay, ja, ja, alles klar. Hier müssen wir, glaube ich, nichts machen. Das Rolling Block auch nicht. Die abgesiegte Flinte könnte man vielleicht nochmal verbessern, aber die haben wir eigentlich ja... Just ain't no way to fine-tuning your gun, kaum einen Mann, ne? Die sollten wir eigentlich als Zweitwaffe benutzen. Zwei Revolver. Das war einfach... Die Flinte dabei haben. You'll be very pleased with this. Aus Prinzip. Das macht nix. Und den Schutz brauchen wir auch nicht drin erstmal. Dann würde ich die ehrlich gesagt als zweite Handfeuerwaffe. Und den Double Action. Nee, ich will den Kettleman wenden. Als Handfeuer. Der Double Action ist zwar okay, aber der ist... Von der Feuerrate ist der halt besser. Macht aber weniger Schaden. Dadurch ist die, aber die Feuerrate ist halt höher. Das heißt aber, wir verbrauchen mehr Munition, ne? Da bleiben wir mal beim Kettleman, würde ich sagen. Nehmen wir die abgesägte Flinte als zweite Waffe. Die doppelläufige Flinte, da brauchen wir erstmal nichts machen. Vielleicht das Jagdmesser noch. Ach, nee, können wir nicht. Können wir nur dekorieren. Okay, dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch damit, ne? Jetzt hat aber die Flinte, hat er jetzt. Ja, das muss ich doch gleich noch ändern, ne? So long. Naja, jetzt hat er nämlich... Ne, Revolver ist erst Waffe, alles klar. Gut, dann passt das ja. So, jetzt ist die Frage, können wir hier eigentlich irgendwo so ein Gurt anlegen? Nee, ne? Das ging nur... Das ging nur beim Camp. Okay, fella. My leg don't work. Hey, what's with you? Oh, Moment. So, Entschuldigung. Ich muss mich spontan räuspern. Puh, ja, dann haben wir das jetzt auch, ne? Die Waffen sind erstmal verbessert. Dann bräuchten wir, wenn dann wohl vergiftete Kugeln oder so ein Scheiß. Vielleicht zum Jagen, weil ich wüsste sonst nicht, wie wir sonst mal gute Alligatorhaut oder sowas kriegen sollten. Und dann sind wir hier erstmal so weit so durch, ne? Dann müssten wir mal eben auf die Map gucken, wo wir denn als nächstes hineiern. Eigentlich wollten wir ja Maika mal machen, ne? Oh, hier ist auch Geldeintreiberei. Oh, stimmt. Weil nicht sogar irgendwie drei Leute. Wer ist denn Mo? Oh, Molly O'Shea. Molly möchte mit dir sprechen. Ein Versehen. Okay. Da oben wäre noch ein Kopfgeld. Müssen wir nicht noch irgendwo Schulden haben? Wahrscheinlich noch nicht aufgedeckt. Das kann auch sein. Irgendwas habe ich gerade noch im Kopf gehabt, ich weiß aber nicht mehr was. Jagd, okay. Lager verbessern. Ja gut, die neuen Patronengurte, ne? Und, oh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Reiten wir jetzt erstmal nach hier oben oder erstmal wieder zum Camp? Weil ich würde gerne die neuen Sachen einmal gucken, die wir jetzt gekauft haben. Ich würde sagen, wir reiten zum Clemens Point erstmal, ne? Und, ich reite schon mal los, beende dann neben... Ach, der hoch nicht so schnell hier. Sehr aufpassen. Ja, ja, Miki, das hatten wir alles schon. Und der Gaul ist dreckig.
Ja, leck mich am Arsch. Jetzt ist der Gaul dreckig. Jetzt, also jetzt willst du mich doch bummen, ne? Ohne Witz, ey. Jetzt willst du mich auch bummen. Scheißendreck. Ne, wir reiten zum Lager. Ich beende dann noch gleich die Folge während des Rittes. Und dann sehen wir uns während des Rittes auch schon in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Klingt doch noch ein Plan, ne? Und dann wollen wir schnell davon zotteln. Wir könnten rein theoretisch mal bei unserem alten Camp vorbeischauen, wie es da jetzt aussieht. Frage ist, ist das irgendwie noch existent? Ich glaube eher nicht, ne? Treiben wir den Gaul mal ein bisschen an. Wir können ja mal eben schnell reingucken. Aber ich glaube, da ist alles weg jetzt. Wir haben ja unsere Sachen, haben wir ja gepackt. Wir sind dann ja abgehauen. Nach der kleinen Schießerei in Wellental. Nachdem der Leviticus Cornwall da aufgeschlagen ist. Das hat es der uns so schnell gefunden hat, ne? Das war irgendwo hier, ne? Ich weiß es genau. Hier war es, genau. Hier war's. Ja, hier sind... Hier ist gar nichts mehr. Hier nur noch ein Rad kaputt ist. Easy now. Also es wird gerade dunkel, ne? Aber hier ist gar nichts mehr. Wir haben nur ein bisschen Müll hier gelassen. Ansonsten war es das. Dann würde ich sagen, geben wir dem Pferd mal eine Möhre. Real good boy. Und dann kriegt er noch irgendwas anderes. Hier haben wir auch eine Möhre. Keks, eine rote Beete, Mais, Apfel. Zuckerwürfel. Der frisst ja irgendwie alles, der Gaul, ne? Good job. So. Dann fresse ich mir noch was rein. Haben wir von irgendwas zu viel? Erstmal nicht, ne? Na doch, hier. Gesalzenes Rindfleisch. Kann das, glaube ich, auch so fressen, ne? Bohnen. Also, ich muss ja loslassen. Yep. So, bevor die Folge jetzt zu lang wird, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Bei Red Dead Redemption, wir werden jetzt hier nicht pennen, sondern wir reiten jetzt Richtung Lager. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin reicht dann, hab ich glaube ich gerade, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ja, und bis zur nächsten Folge, ne? Ich bin Demi Chronicle und ich bin raus. Tschüss.